Wir sind natürlich im Wild- und Erlebnispark Daun auf unserer Wildpark-Safari im Auto unterwegs, quer durch den Park. Und da vorne stehen schon die Esel. Hi! Süß! Was macht das denn? So, wir haben gerade angehalten an einer Tribüne. Nur hier ist das Aufsteigen erlaubt und auch das Futtern von der Tribüne aus. Und dahinter mir, vielleicht könnt ihr das sehen, da sitzt einfach ein Strauß in der Gegend rum. Und die Annika, ja, die wird gerade umringt von Eseln. Ja klar, du hast ja auch das Futter. Guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier so einfach... Ihr seid ja niedlich. Ist ja herrlich. Oh Gott, ich schmelze dahin. Gott, sind die niedlich. Das ist hier die moderne Wegelagerei. Ne? Wir machen die Fahrzeugkontrolle. Hier vorne Strauß, da überall Esel. Herrlich. Klasse. So, das nenne ich mal eine Wanderung ganz nach meinem Geschmack. Ne? Scheißegal, ob Höhenmeter oder nicht. Wetter, Wind, Regen, spielt gar keine Rolle. Einfach mal dekadent mit dem Auto durch einen Naturpark fahren, darf man überhaupt gar keinen erzählen. Aber einzigartig, muss man sagen, und somit auch der größte in Deutschland. Schön, ne? Ja, voll. Guck mal, da laufen welche. Was denn? Ranger? Spaziergänger? Die sehen nicht aus wie Ranger. Nee, das ist die nächste Aussichtstribüne. Ach so.
Habt ihr das gesehen? Das ist unfassbar. Kaum steigt man hier aus dem Auto aus, wird man sofort von diesen Riesenvögeln und von dem Rotwild begrüßt, die natürlich total konditioniert sind. Ne? Und am besten gar nicht erst mit der Futterdose rappeln und klappern, denn dann wird es ein bisschen bedrohlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Die kommen einfach an und sind so aufdringlich. Ich habe da ehrlich gesagt gehörigen Respekt vor. Auf jeden Fall wird man hier begrüßt. Musst du erstmal jeden begrüßen hier, ne? Könnt was zu essen geben. Ich habe Rotwildrotz an der Hand. Die kommen einfach zu dir und lecken dich ab. Wahnsinn, noch nie erlebt sowas. Wahnsinn. Ich wollte ja mal anklicken. Eigentlich? Ja, da ist das Futter. Und da sind die nächsten. Achtung. So, der Wild- und Erlebnispark in Daun ist wirklich ja, absolute Empfehlung wert und einen unbedingten Besuch. Müsst ihr unbedingt hin, wenn ihr hier in der Nähe seid. Also wir waren gut und gerne anderthalb Stunden, etwas länger vielleicht, auf dem Rundweg im Wildpark mit dem Auto. Bilder habt ihr gesehen, Wahnsinn. Und jetzt dürfen wir auch noch eine Greifvogelflugschau genießen. Dazu mache ich aber die Kamera lieber aus, denn ich glaube, naja, ihr wisst schon, erstens will ich halt genießen, zweitens ist die Kamera nachher weg oder so. Oh Gott, was wird verdammt schnell! Oh, das geht echt verdammt schnell! So, Natur erleben im Wildpark Daun, das geht hier wunderbar. Die Greifvogelflugschau war wirklich wahnsinnig spannend. Also tatsächlich super imposant. Wir waren gerade noch ein bisschen spielen, habt ihr gesehen, auch für große Menschen. Ist ein Spielplatz immer wieder wunderschön und wir sind hier noch in einem Freigehege. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, dass das kein Strauß ist, sondern Emus, diese Riesenvögel, die sind sehr gefräßig. Und dieses wunderbar begehbare Freigehege, hier sind einfach Kängurus überall. Die liegen hier in der Gegend rum und sind auch überhaupt nicht scheu. Also dieser Park ist wirklich einmalig, das macht riesig Spaß, das war genau richtig hierher zu kommen. Wir sind sehr, sehr positiv überrascht, das wirkt einfach alles durchweg. Super aufgeräumt und sehr gepflegt, also hier kann man problemlos mit der gesamten Familie schon einen ganzen Tag verbringen. Also, was ist los? Dieses Emu folgt mir. Okay, ja, tschüss zusammen, Emu und ich sagen mal auf Wiedersehen und bis bald, ne? Aus der Eifel mit Potternander, ciao.